So, jetzt haben wir also die Standardabweichung mühselig berechnet. Normalerweise würde das natürlich ein Computer machen. Und jetzt, was wollen wir damit anfangen? Also hier, diese Spalte hatten wir schon. Ich schreibe nochmal hin, was das ist. Das hier war Note minus der Durchschnitt von der Note. Oder? Minus sage ich noch eigentlich. Minusnote plus der Durchschnitt. Eine kleine Note gut ist und eine große Note schlecht. Kommt hier 2,3. Also dieses hier 2,3 besser als der Durchschnitt. Und hier unten habe ich zum Beispiel 0,4. Hier unten, ganz unten. Das ist 0,4 schlechter als der Durchschnitt. Also hier habe ich die Differenz vom den Abstand vom Durchschnitt gebildet. Und jetzt ist es aber so, dass ich dieser Abstand hier, wie viel der Abstand ist, möchte ich gerne noch normieren. Ja, das heißt, ich nehme jetzt minus die Note, also das, was in dieser Spalte steht, und teile das noch durch meine Standardabweichung. Ja, also ich müsste sozusagen diese Zahl 2,3, das ist der Abstand von dem Mittelwert. Von hier aus bis da ist so viel. Und wie viele Standardabweichungen sind das? Ja, etwas mehr als eine, aber etwas weniger als zwei. Ja, muss ich mal rechnen, wie viel das ist. Hier würde ich jetzt 2,3 durch 1,27 rechnen. Und wenn ich das mache, kommt raus 1,8. 1,81 schreibe ich mal. Ne? Also diese Note 1 ist 1,8 Standardabweichung besser als der Durchschnitt. Ja, dies hier auch. Und wenn ich das hier rechne bei 2,0 und teile das wieder, diese 2,0 durch meine Standardabweichung, dann bekomme ich raus 1,75. Ja, also etwas mehr als eine halbe Standard, anderthalb Standardabweichung. Ja, wenn ich jetzt weitergehe, zum Beispiel 1,3, hier teilt durch 1,3, das ist ungefähr eine Standardabweichung. Ja, hier sind 0 Standardabweichungen. Hier ist ungefähr weiter unten hier eine halbe, Minus und so weiter. Ja, so kann ich hier diese ganze Spalte aufschreiben und sagen, wie viele Standardabweichungen bin ich von dem Mittelwert entfernt. Genauso kann ich es hier drüben machen. Hier, das hier ist Punkte minus den Durchschnitt. Ne? 2 Punkte minus 23 Punkte im Durchschnitt bedeutet 21,4 Punkte schlechter als der Durchschnitt. Und wenn ich das jetzt noch teile durch die Standardabweichung, jetzt natürlich von den Punkten, also durch 8, dann sieht man hier, es ist etwas mehr als 2 und etwas weniger als 3. Wenn ich es ausrechne, kommt hier raus minus 2,64. Also diese schlechteste Klausur ist mehr als 2,5 Standardabweichungen schlechter als der Durchschnitt. Hier war 0. Hier zwischen ist ungefähr 0 Standardabweichung und können wir gucken, 8 Punkte, wenn ich 8 Punkte schlechter bin als der Durchschnitt, das ist ungefähr hier. Ne? Hier ist ungefähr eine Standardabweichung. Ja, sehen Sie, es ist auch ganz gut und ist ungefähr in der gleichen Höhe. Ja, also wenn ich das jetzt mache, habe ich natürlich den Computer machen lassen, hier. Habe ich hier diese ganzen Zahlen und die kann ich jetzt versuchen, in eine Grafik einzutragen. Das mache ich jetzt mal vor, zumindest für die Note. So, also, hier ist meine Grafik. Kümmere mich erstmal um die Note. Hier ist meine Null-Standardabweichung, die Mitte, da kommt genau der Erwartungswert hin. Hier ist eine Standardabweichung, hier sind zwei Standardabweichungen. Hier ist minus eine, minus zwei und auch minus drei. So. Jetzt fange ich mal an. Also, das hier sind jetzt die besten Noten. 1,8 Standardabweichung. Wo ist jetzt hier? Die kommen jetzt hier. Ne? Die sind unter 2, aber die sind immer so in Dritteln. Ne? Hier ist also zwar 1,66. Ja? Hier 1,66 Standardabweichung ist ungefähr hier. Das heißt, zwei Stück sind hier drüber. Da und da. Dann der nächste hier ist 1,33. Wo ist das hier? Das ist hier. 1,33 Sigma. Na, das sind wie viele? 1, 2, 3, 4, 5.
Jetzt kommt ein Sigma, das ist hier. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt kommt 0,66, das ist hier. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn wir dann weiter bis 0,33 gehen, das ist hier. 0,33 Sigma. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Und dann bis 0, das ist hier. 0 Sigma. Und wenn wir das noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, die sind alle also besser als der Durchschnitt gewesen. Jetzt kommen die, die schlechter als der Durchschnitt waren. Bis minus 0,33. Minus 0,33 Sigma ist hier. Das sind also 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann kommt die Tabelle weiter. Hier ist minus 0,66 Sigma, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier nochmal ein Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. So, dann geht es hier erstmal weiter. Hier kommt gar nichts bis eine Standardabweichung minus. Ne? Das nächste ist, bis 1,3 kommt auch nichts. Und dann kommt diese hier alle zwischen 1,3 und 1,6. Also minus 1,33 Sigma. Und hier unten wäre minus 1,66. Das waren 18 Stück. Also kommen die hier zwischen minus 1,34. 1, 2, 3, 4. Minus 8, 9, 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18. So. Okay. Gut, also so kann ich diese, die Note einteilen. Und genau dasselbe kann ich jetzt auch hier für die Punkte machen. Also hier fange ich an, ja, hier ist es, hier ist minus 2,66 Sigma und hier ist minus 2,33 Sigma. Dann 2,0 ist auch noch hier dazwischen. 2,0 Sigma. 2,0 Sigma hier, 2,0 Sigma. Dann kommt 1,6, das ist hier dazwischen. 1,3 ist hier. Ja, ganz am Ende ist es noch ziemlich eng gedrängt, also so viele so schlechte Klausuren gab es halt einfach nicht. So, dann kommt 1,0, das ist hier. Dann kommt 0,66, das ist hier. Minus 0,66 Sigma, ja, das ist eine negative Zahl hier. Dann kommt 0,33, das ist hier. Dann 0, das ist hier. Sie sehen schon, wie das sich ganz gut übereinstimmt. Ne? 0 ist natürlich gleich, das haben wir extra so hingedreht. Aber auch hier sehen Sie, die sind ungefähr in der gleichen Höhe, sind auch, kommen auch die gleichen Sigmas vor. Ne? Und dann kommt hier 0 Sigma, dann 0,33 Sigma ist hier. 0,66 Sigma kommt hier zunächst auf dem nächsten Zettel. Und wo ist er? Da. Das ist hier. 0,66 Sigma. Und dann 1, 1 Sigma. 1,33 Sigma. 0,6. So. Okay, können wir das einzeichnen? Wieder mit zählen. Also von minus 3 bis minus 2,66 sind es eine. Ich mache das jetzt mal, damit man das besser sehen kann, mache ich hier das so. So. Dann hier zwischen 2,66 und 2,33 ist auch einer. Und von 2,33 bis 2,0 sind zwei. Dann von 2,0 bis 1,66 ist keiner.
Und dann von 1,66 bis 1,33 ist einer wieder. Und dann geht es langsam los. Von 1,33 bis 1 sind es 1, 2, 3, 4, 5. 5. Von 1 bis 0,66 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann von 0,6 bis 0,3 sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dann von 0,3 bis 0 sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist richtig gezählt. 9, 10, 11. Und hier sind es 1, 2, 9, 10. So, 4, 6, 8, 10. Weniger. Dann sind es hier plus 3. Zufall entstanden. Und dann geht es hier weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acht, neun, zehn. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ein Stück bis hier. Dann von 0,6 bis 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hier. Dann von 1 bis 1,3 sind es 1, 2, 3, 4, 5. Von 1,3 bis 1,6 sind es 1, 2, 3, 4, 5, auch 5 und dann 2. Okay, ja, das kann natürlich auch ein Computer machen, aber hier, was hier schon mal schön ist, was Sie sehen können, ist, dass hier durch die Sigma die Sachen wirklich sehr schön in der gleichen Höhe auftauchen. Ja, das sieht man schon ganz gut einschätzen, wie man skalieren soll. Und hier sieht man jetzt das Ergebnis. Genau, was kann man da interpretieren? Ja, man sieht, dass eben alles, was hier unter diesen blauen Dingern zusammengefasst wird bei der 5. Ja. Hier ist es eigentlich so ähnlich, ne? Ein bisschen abgeglichen, aber im Prinzip sieht man, dass dieser hohe Peak daher kommt, dass es eben diese Noten 4, 7, 4, 3 oder auch 5, 3 oder so einfach nicht mehr gibt. Ne? Und deshalb sind die alle hier zusammengefasst. Also ist dieses Notenbild ist ein bisschen komisch. Ne? Ein bisschen übersichtlicher ist eigentlich dieses Bild. Ne? Also. Was bedeutet das? Um Zahlen vergleichbar zu machen, zum Beispiel Noten oder Punkte, ist es sinnvoll, die so zu normieren. Ja, also wenn ein Kind nach Hause kommt und sagt, ich habe eine 3 in der Klausur, dann fragen viele die Eltern ja, was war denn der Durchschnitt? Und wenn der Durchschnitt, sagen wir mal, 3,3 war, dann denken sie, ja, mein Kind ist ja nicht schlecht, bisschen besser als der Durchschnitt. Oder wenn der Durchschnitt 2 war, denken sie, ui, die 3 war vielleicht nicht so gut. Das ist der erste Schritt, den wir gemacht haben. Besser wäre es aber, die Eltern würden fragen, auch noch, was ist die Standardabweichung? Ja? Also wenn das Kind sozusagen eine Standardabweichung besser ist als der Durchschnitt, dann ist es ungefähr hier, das ist schon nicht schlecht. Wenn es zwei Standardabweichungen besser ist, dann ist es echt extrem gut. Ja? Eine Standardabweichung schlechter ist schon ziemlich mies. Ne? Zwei Standardabweichungen schlechter ist extrem mies. Ja? Also man geht davon aus, dass die Standardabweichung bei Noten, wenn man die Notenskala richtig benutzt und die bei 0,75 ist, also habe ich die Notenskala hier nicht so gut benutzt, ne, meine Standardabweichung ist zu breit. Aber das kann man eben nicht wissen. Man müsste eigentlich immer in Anzahl von Standardabweichungen sprechen. Dann kann man sehr viele verschiedene Sachen miteinander vergleichen und dieses Vergleichen werde ich im nächsten Kapitel noch erzählen. In diesem Kapitel schreibe ich jetzt erstmal nochmal ordentlich auf, was wir bisher besprochen haben.